Leute, weiter geht's heute mit unserem Bus-Simulator. Wir sind immer noch unterwegs. Ja, wir sind immer noch unterwegs in Seaside Valley. Oh, sorry, ich bin auch gerade erst aufgestanden. Und eben schon wieder auf. Ja, ja, ich habe euch ja letzte Woche, in der letzten Folge, so eine das kleine Ding erzählt. Die Folge gezeigt mit dem Autofahrer, der ja unbedingt noch an dem stehenden Bus vorbeifliegen muss und dann voll in den Gegenverkehr reingerauscht ist. Da habe ich ja gesagt, ja, okay, Karma und alles drum und dran. Mir ist noch was eingefallen zu dem Thema. Es gab tatsächlich vor ein paar Wochen, zwei Wochen ungefähr, gab es tatsächlich genau so eine Situation. Und zwar, ich kurz mal im Ruhr zum. Wir waren nochmal Route fahren. Wir waren ja Route fahren. Doch. Ich fahre die Route 3. Wir haben jetzt. Wir müssen ja wieder Busse kommen. Ja, wir haben tatsächlich. Vor der ganzen Zeit gab es diese Situation genauso. Da meinte eine Autofahrerin, 24 Jahre alt, einen LKW überholen zu müssen. Das Problem war bei ihr. Auf der Gegenfahrbahn kam ein Auto. Ähnlich wie bei der Situation mit dem Jeep. Letzte Folge, genau. Das war am Ende der letzten Folge. Wie gesagt, habe ich gesagt, Karma. Das war vielleicht lustig gemeint, das war auch nur in-game lustig. Das ist definitiv nicht lustig. Deswegen erzähle ich euch gerade diese Geschichte. Diese 24-jährige Frau hat den LKW überholt und ist dann quasi frontal in den Gegenverkehr rein. Ich weiß jetzt nicht, wie es das ausgegangen ist, ob die jetzt gestorben sind oder was auch immer. Fakt ist, es ist ein sehr schwerer Unfall gewesen. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt. Ja, und dieser LKW hätte auch vielleicht ein Bus sein können. Und wenn ich dann sehen muss, dass ein Autofahrer dann frontal in einen Gegenverkehr reinrauscht, weil er dann unbedingt noch an dem Bus vorbei muss. Ich habe tatsächlich solche Situationen schon fast erlebt. Ne? Ich bin mehrmals schon runtergebremst, um den Autofahrer durchfahren zu lassen. Sonst hätte es da auch richtig heftig gescheppert. Nur so nebenbei, wenn ihr einen Bus überholen wollt oder auch einen LKW oder was auch immer, seid euch zu 1000% sicher, dass da vorne nichts kommt. Ich habe zum Beispiel gestern so einen mal sehen. Willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarte? Nein, ich fahre selber. Ich kann mich da besser konzentrieren, vor allem beim Quatschen. Genau, ich hatte gestern so eine Situation auf dem Weg auf meiner Linie. Dort hat ein Autofahrer, genauso wie diese Kurve hier auch gerade ist, mich dann außen überholt. Das Problem war, auf dieser Route haben wir einen Anschlussbus, der entgegenkommt. Der eventuell Schüler hat. Dieser Autofahrer, wie gesagt, überholt mich in einer langen Zone und Rechtskurve, außenrum komplett. Ihr konntet also nicht sehen, was da kommt. Wäre dort ein anderes Auto gekommen, ein anderes Fahrzeug, ein anderer LKW, ein Auto, was, oder vielleicht sogar der Bus, vor allem mit den vollbesetzt, mit den Schülern vollbesetzt. Dieses Auto wäre so in den Bus reingekracht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe manche Leute natürlich, wieso die immer so unbedingt überholen müssen. Warum die sich so in Gefahr bringen oder warum die vor allen Dingen auch andere in Gefahr bringen, gerade bei dem Linienbus. Wie gesagt, der kann voll besetzt sein. Weiß ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und nochmal, ich mache mich nicht über irgendwelche Leute lustig, die bei solchen Aktionen von anderen dann ihr Leben verloren haben oder was auch immer. Das ist wirklich eigentlich nur dieses Ingame-Ding gewesen. Weil ich einfach gerade lustig fand, dass der vorbeifährt und genau in den Gegenverkehr knallt. Aber wie gesagt, nochmal, ich mache mich nicht über irgendwelche Leute in Real Life lustig. Ja, mach mal. Das mal kurz einfach dazu. Denkt mal ein bisschen drüber nach, wenn ihr unbedingt nochmal meint, vom Auto, Bus oder was auch immer holen zu müssen. Ja, das verstehe ich auch manchmal nicht, ne? Ja, das war ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge. Wie gesagt, ich habe es ja bewusst jetzt erstmal so gelassen. Genannt. Ich versuche jetzt immer wieder so ein bisschen was reinzubringen in die Folgen und die Folgen so zu benennen, habe ich nicht immer, heißt das nicht immer hier Geld verdienen, sondern auch mal so ein bisschen
Ja, aber so kleine Rückblenden halt. Einfach kleine Geschichten, um das einfach ein bisschen aufzupeppen und alles und das nicht so langweilig wirken zu lassen. Aber wie gesagt, denkt einfach mal ein bisschen drüber nach, warum, wie überholt, wer wie die überholt. Aber ist das wirklich noch wert, das andere Fallen, andere Leute zu gefährden, die, um vielleicht mal so 2 Minuten näher am Zielort zu sein? Also ich habe mir so ein bisschen frech finde, zumindest solche Leute, die. Ich hatte jetzt am Dienstag, Mittwoch, letzte Woche, so irgendwie so einen, der hat es geschafft. Der ist innerorts, wohlgemerkt, innerorts. An mir vorbeigeflogen, über die Sperrfläche von den Rechtsabbiegern. Genau, von den Rechtsabbiegern. Und über die Brücke drüber. Und wie gesagt, es war innerorts 50 erlaubt und die fand ich auch gefahren. Und der fliegt an mir da. Ja. Okay. Und er fliegt an mir vorbei. Was ich teilweise auch ein bisschen scheiße finde, zum Beispiel solche Aktionen von wem, man muss immer nur vor der Bahn überholen, vor der geschlossenen Schranke überholen. Oder vor dem Ort, oder vor der Geschwindigkeitsbegrenzung oder was auch immer. Es ist. Also was da manche Leute sich erlauben, weiß ich nicht. Könnte ich mich immer wieder drauf aufregen. Oder beziehungsweise sagen wir einfach mal den Kopf schütteln. Zahltag! Schubbaum zu haben? Ein Unfall verursacht? Warum ich einen Unfall? Achso, bestimmt der gestern irgendwann nochmal. 125.000. Ja, es lohnt sich jetzt mittlerweile. So, geh mal rein. Auf jeden Fall. So, so ein paar Karten. Wir können schon beim nächsten Zahltag wieder Busse kaufen. So, Millionen-Ticket. So, Fahrkarte. So, 20. Du hast auch so. Ach, so 8,20 Euro. Und ja, bis vor die Leute uns fragen, was los ist mit mir. Ja, ich höre mich komisch an, ich bin erkältet. Es geht halt momentan einfach rum. Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. So, warte mal, das mal. Das ist jemand eingeschlafen. Ich sehe schon. Hier ist sie. Gut, der ist wach jetzt. Ich bin so nervös. Ich fliege morgen zum ersten Mal. Oh, Augenblick. Da, hier, bitte. Wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Kein Schwarzfahrer? Kein Schwarzfahrer, tatsächlich? Nö. Das kommt eigentlich auch sehr selten vor, dass ich, wenn ich mal kontrolliere. Ja, da hatte ich jetzt nicht gedacht. Also normalerweise hast du mindestens immer einen mit dabei, der keinen. Ich muss noch ein paar isotonische Getränke besorgen, bevor ich losgehe. Na gut, okay. Dann gehen wir zu erfreulichen Dingen. Wir verdienen immer noch Geld. Wir sind jetzt bei 125.000, die wir gerade aktuell verdienen pro Route, pro Zahltag. Es lohnt sich mittlerweile. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil eben bin ich hier rechts gestern glaube ich bin ich hier rechts abgebogen. Eine zu früh, musste dann drehen. So. Der wartet, okay, dann lässt mich rein. Normalerweise, ich habe jetzt gerade das Schild auch gesehen, tatsächlich. Ich glaube, ich habe gestern kurz gesagt gehabt, bleib mal bitte stehen, du hast keine Vorrang. Doch, er hatte Vorrang. Ja, nur so nebenbei. Schön langsam hier rum. So, okay. Dann sind wir jetzt schon fast wieder durch. Das ist die Lagerhalle. Halt, ich kann jetzt ausgerufen werden. Ich baller die gerade richtig raus, die Haltestelle, aber. Alles ist gut. Einfache Fahrt, bitte. Mhm. Machen wir so. Wieder nur 28 Dinge zurück. Gut, dass hier unendlich viel Kleingeld da ist. Nur hin, bitte. In meiner Realkasse ist. Ist was? Schade, dass ich darauf reagiere, wenn man sagt. Ist was? Ja, komm, wir gehen auf 9 Euro runter und gut ist. So. Hoffentlich ist das Portemonnaie schön schwer. So.
die nächste Olle. Ey. Der Vortrag Schrödingers Katze und die Stimmtheorie. Ey, wir haben jetzt zwei Leute hintereinander gehabt, die für 1,80 Euro Ticket bei einem kurzen 20 hinlegen. So, Kläranlage. Das ist die nächste Haltestelle. Oder beziehungsweise die Wasseraufbereitungsanlage, wie das da gemacht wird. Nur bei Arkos stapeln sie die Berge so hoch. So, kurz hier rein. Die Haltestelle, es ist dunkel, oder mich? Ja, was sind 22 Uhr? Oh, das ist gerade so, die Nachtschicht ist gerade bevor erst. Hallo. Och, jetzt hat doch nicht alle mit dem 20, ey. Ja, dann steigt doch aus. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Ach so, der Rutschefahrer will raus. Nee, der will rein. Der will leider einsteigen. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Ich will aber einen erwischen. Moment. Hier. Einen Augenblick. Ah, hier ist sie ja. Jawohl, da auch noch einer. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Na klar. Katze. Sie heißt Bouncy. War das ein Geist? Noch einer. Da. Hier, bitte. Sie waren schon bei mir. Ist mir scheißegal. Ich kontrolliere auch fünfmal. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Wer ist Hans? Ach ja, das ist ja die tolle Ecke mit der Wendeschleife. Ich liebe diese Ecken. Ich muss aber nicht an, während ich anmache, ich sehe sonst nämlich nichts hier. Ja, ich sehe den den Fußgänger, aber ich sehe halt nicht, was hier hinter passiert. Da ist noch einer. Da, oh, den hätte ich nicht gesehen, den Kleinen da jetzt gerade. Den weiß, ist gerade noch klar, ist noch verpieselig. So, dann fahren wir zurück zur Lagerhalle. Ja, wie gesagt, nehmt euch das mal, was ich so euch so eben gerade so ein bisschen ans Herz gegeben habe. Nehmt euch das mal ruhig einfach bitte. Nehmt das einfach mal bitte an. Denkt mal ein bisschen drüber nach, einfach. Und ich weiß, ja, ein Bus ist langsam, der braucht auch manchmal Zeit. Das liegt aber auch daran, dass wir teilweise unsere Zeitpläne einhalten müssen. Deswegen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Schiffe, fast wieder. Ich kann schon eine ganze Weile nicht mehr tanzen. Gehen wir ins alte Sägewerk heute Abend. Danke. Heute Abend, es ist gerade mal. Es ist 10:30. Es ist Abend. Aber gut, vielleicht wollen sie jetzt noch gehen. Könnte ja auch sein. Ich bitte eine Fahrkarte haben. So. Haben wir noch einen, der jetzt noch was will? Nö, haben wir nicht. Okay. Ich werde dann gleich mal die Zeit wieder vorspielen, dass wir die nächste Folge wieder am Helden angehen. Na komm.
jetzt will er hier links. Wir sind doch gerade von der Haltestelle raus. Finde ich manchmal ein bisschen unnötig, dass wir gerade, wie gesagt, wir sind gerade vor 2 Minuten, ich bin auch immer noch eigentlich, bin auch am rausblinken. Und er sagt dann, ja, Fahrgast muss aussteigen. Ja, schön für den Fahrgast, soll er drin bleiben, soll er zur nächsten Haltestelle gehen. Hat Pech gehabt irgendwann. Müssen wir noch einen kleinen Moment warten, weil hier noch. Fahr mal! Da vorne! Oh, ernsthaft! Du wartest jetzt nicht echt noch, weil da noch ein Fußgänger kommt, da kommt noch die Olle da drüber. Guck mal, der fährt eisekalt. Okay, ich dachte schon, der fährt eisekalt drüber, während die Olle da jetzt. Auf dem Wüste. Ja, und genau dann in dem Moment stellt sich der nächste davor. Och Mann! Meine Kinder lieben die neue Ausstellung im Planetarium. Sie ist so informativ. Okay. Durch den neuen Flughafen spare ich eine Menge Zeit. Es geht schnell und ich komme leicht hin. So, Bootsbauergasse. Und dann fahren wir zur Zuckerfabrik. Ich glaube schon wieder am Zahltag, ne? Ja. Ja, wir sind ja bei 125.000, die wir momentan kriegen. Wir haben momentan eine Werbeeinnahme von 48.000. Gut, wir haben alle unsere Busse zugeballert mit Werbung. Ich muss jetzt gucken, dass ich vielleicht auf die Route 11 nochmal einen Bus setze. Ich würde ja am liebsten auf die 11, auf die 5, auf die 3 und so einen Bus setzen. Um dann mehr, um mehr Geld zu verdienen. So. Hi. Hallo. Eine Fahrkarte. Danke. Ich bin gestern die Seele aus dem Leib getanzt bei der Party. Ich bin immer noch völlig fertig. Hey, ich bin immer noch völlig fertig. Moin. Ach, du hast schon. Ich merke aber auch nie, wie. Macht die Schrift, Alter? Warum sagen Sie mich denn schon? Oh nein! Genau wie sowas. Und noch einer. Klar, hier. Moment. Hier ist sie. Hier. Hier, bitte. So. Klar. Komm, wir kriegen noch einen. Na klar, hier, bitte. Rollt für Rad ein. Du hast noch eine und du hast noch eine. Ja, das waren jetzt nochmal 3. Haben wir oder nicht haben? So. Vergessen die Abdeckung rauszunehmen. Jetzt kann ich rausfahren. Vielen Dank, dass du mich rausgelassen hast. Macht auch nicht hier. Wie viel haben wir denn überhaupt jetzt auf der Hand? 281.000. Also wir können auf jeden Fall nächsten Samstag schon einen neuen Bus kaufen. Warte jetzt ab, ich spare jetzt Geld für den Bus. Wir müssten, glaube ich, immer noch bei 7, 8 sein. 8 muss es sein. Wir haben ja leider nur Benziner gekauft momentan. Um halt mehr Geld zu verdienen. Na komm. Da ich ja gestern schon einige Folgen aufgenommen habe, ich habe zum Beispiel das, was ich gestern schon aufgenommen habe, alles schon fertig und hochgeladen. Ich war gestern noch fleißig nach dem Aufnehmen. Nach dem Aufnehmen, richtig.
So, jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich weiß, dass hier irgendwo ein Blitzer steht. Der steht hier auf der linken Seite. Der komische Kasten, der da vorne steht. Allerdings hier blitzt der nur in die Richtung, wenn wir jetzt gerade rausfahren. Alles klar. Ja, wir sind jetzt gleich durch mit der Route und auch mit der Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann natürlich weiter mit dem Verdienen von Geld. Wie man das so schön mittlerweile kennt. So, kurz gucken. Passt. So, jetzt muss ich gerade gucken. Taucht diesmal kein Fußgänger auf. Das ist immer mal das Gefährliche, wenn du dann denkst, ja, passt, da taucht gleich ein Fußgänger auf. Wenn du dann so um die Kurve fährst. So, diesmal stehen wir auch richtig. Aber ich kriege, glaube ich, kein Zahltaxi zusammen, oder? Ja. Leider nicht. So, diese Folge werden wir tatsächlich mal kein Zahltaxi zusammenbasteln. Wir fahren jetzt auch mit der Route weiter. Wir werden jetzt, glaube ich, noch eine neue Route ansetzen. Ja. Wir fahren mal was anderes. So. Ich bastel mir jetzt eine neue Route zusammen. Wir werden jetzt wieder einen neuen Bus kaufen. Ich werde auch eine neue Route zusammen basteln. Wir gucken mal, was fahren wir denn überhaupt heute? Warum sind wir denn schon lange nicht mehr gewesen? Und wenn wir jetzt mit Sonnstein kommt. Hier, Oakwell, die hat schon lange keine Verbindung mehr gesehen. Fahren wir von Lido. Bei Oakwell hat er so wie gar nichts getan. Was liegt was? Da sind eben das alte Sägewerk mal mit. Fahren wir hier runter. Fischgrund. Arbeitergasse. Ich gucke an sich so die Folge von der Folge. Wir nehmen dann N und N mit dem Bus in der Schienenlegerstraße, ne? Würde ich sagen. So, wir nehmen sie einfach so rum. Dann haben wir nämlich wirklich die Option offen in die. Oder? Theater. Ne, wir nehmen sie hier rein. Wir nehmen sie als. Werden sie mit dem Theater? Wir nehmen sie als Pickpocket-Bonus. Da verdienen wir ein bisschen mehr Geld. Und speichern das ganze Ding. Jo. So, dann haben wir sie auch. Einmal komplett. Ne? Route 7. Das ist hier das. Hat noch keinen Bus offiziell. Kriegt jetzt einen. Den wir uns jetzt kaufen noch schnell. Aber wir machen sie in der nächsten Folge. Komm. So, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus-Simulator. Dann werden wir uns einen neuen Bus gönnen. Der letzte Bus war und nicht so voll. Ich wünschte, es gäbe heute einen Bus mehr auf der Strecke. Ja, werden wir schon kriegen. Den kriegen. Aber das ist wieder was andere Information. Der andere ist jetzt gerade abgerauscht. Gut. Ich sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der Route 7. Und dann verdienen wir wieder Geld. Bis dahin. Tschüssi.